Schönen guten Tag zu diesem Teaser. Tollen Teaser zu Ausgabe TT 130. TT, toller Teaser. Am Sonntag um 11.30 Uhr auf YouTube, auf dem Kanal RT Sepper, der zufällig auch so heißt wie die gleichnamige Facebook-Seite. Mensch. Und wie die gleichnamige Twitter-Seite. Ey, du hast jetzt nicht... Oh, wow. Nee, die habe ich schon lange. Ach so. Danke aber, dass du das auch mal... Ja, ich habe ja kein Twitter. Woher soll ich das wissen? Übrigens, das kann man auch kommentieren, liken und teilen. Richtig? Überall. Überall. Ja. Worüber sprechen wir denn in der 130. Ausgabe? Da muss ich mal einen Zettel holen. Wie, weißt du das nicht mehr? Nein, das ist ja schon so lange her. Worüber werden wir denn gesprochen haben? Plusquamperfekt, oder? Ja. Ey, gut, wa? Wir sprechen natürlich über die Hitze. Ah, ja, genau. Woche. Über die Ulla. Über Ulla. Über Ulla. Wir müssen natürlich aber auch über den Eurofighter sprechen, oder die Eurofighter, die in der Müritz oder über der Müritz zusammengestoßen und dann abgestürzt sind. Ja. Man muss sich natürlich schon fragen, warum, weshalb, wieso? Ja, und was wäre eigentlich gewesen, wenn die Scheiße im bewohnten Gebiet runtergekommen wäre? Ist ja irgendwie die Blackbox haben sie jetzt gefunden. Ja. Das müssen wir ja noch auswerten. Du hast da was. Ja, ich habe ja überall was. Hier Mücken. Mücken, ja. Und vor allen Dingen ist es ja wohl ein Trümmertal, ist ja wohl in der Nähe eines Kindergartens runtergekommen. Oh, ja. Das habe ich noch nicht gehört. Wir sprechen über einen... Ein ganz besonderes Bierchen. Ja, ja. Richtig. Guck selber, das sieht ja eher aus wie so eine Cola. Lakritzsaft. Ja. Aber gar nicht mal ganz so schlecht. Aber jetzt hast du ja schon alles verraten. Jetzt müssen die Leute ja gar nicht mehr gucken. Doch, die müssen sehen, wie wir die Flasche aufmachen. Und das ist aber ganz besonders. Mein Gesicht müssen sie vor allen Dingen sehen, wenn ich das Bier koste. Genau. Das ist sagenhaft. Wir sprechen über die Partei in Oranienburg. Und wir reden ein bisschen über die SPD und so. Aber du wolltest bestimmt mal was zu der Partei sagen. Nö. Wir sprechen nicht über... Worüber sprechen wir nicht? Ja, über Olympia 2026 zum Beispiel sprechen wir nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Wo finden... Also was denkst du, wo finden die Olympischen Winterspiele 2026? Ja. Ja, und ja, das ist total kurios. Weil erst 2008 waren ja in Italien. Und Stockholm hat sich auch beworben. Die haben noch nie die Olympischen Spiele gemacht, wo man eigentlich denkt... 2008, wo waren die da? Nee, wir wissen nicht mehr, schon wieder vergessen. Irgendwo da oben, in Tirol irgendwo. 2006, ich habe keine Ahnung. Irgendwann, falls erste Lese, ihr hört Inforadio. Jeweils Stockholm hat sich noch nie beworben, war noch nie Ausrichter einer Olympischen Spiele, Winterolympiade. Wo man eigentlich denken könnte, eigentlich als Skination und so. Naja gut, aber Italien ist ja auch mit den großen Bergen, die sind ja auch eine Skination. Naja, man muss ja dazu sagen, erstmal muss man ja sagen, was es ja heutzutage nicht mehr so oft gibt, 83% der Italiener stehen hinter Olympia. Wäre ja in Deutschland quasi undenkbar. Ja. Die Eröffnungsfeier findet in Mailand statt. Stimmt, in der Skala, wa? So, keine Ahnung. Und die Schlussfeier findet in Verona statt. Da waren wir. Ja. Ja. Und da sind wir 1996. Sogar, da sind wir sogar vorbeigelaufen an dem Stadion, wo das dann stattfinden wird. Und die Berge, wo dann die Skiwettbewerbe, da müssen sie dann tatsächlich 400 Kilometer fahren. Ja, blödsinn. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, das dann auch hinzubekommen. Aber naja, das werden die schon irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Infrastruktur wird ausgebaut. Ja, da freuen sich die gebeutelten Italiener bestimmt. Ja. Wir sprechen auch nicht über Blabla-Bus. Ja, der Konkurrenz zur Flixbus. Ja. Ja, wir haben jetzt Konkurrenz bekommen. Für, was war das, für 99 Cent? Ja, keine Ahnung. Irgendwo hin, wo ich mich frage, ja gut, Kampfpreise, Eröffnungsangebot, aber so. Also, gerade wo ja so viele Netflix-Busse jetzt ständig verunglücken. Und, nee, vor allem, ich finde es total krass. Ich habe neulich mit meiner Frau darüber geredet, dass alles mal irgendwie günstiger wird. Aber eigentlich ist es doch Schwachsinn günstiger. Weil du musst ja auch dann die Leute doch bezahlen. Die wollen ja eigentlich auch wieder mehr verdienen. Also es ist ein ganz komischer Strudel, der eigentlich ganz... Da kann man sich ja ausrechnen, an irgendwas muss gespart werden. Ja, an den Personalkosten. Kosten, an der Sicherheit der Busse. Ja. 99 Cent? Na, irgendwas, so irgendwelche Kampfpreise, 99 Cent. Und dann muss ich ja mal sagen... Blabla-Bus. Ernsthaft? Er ist bestimmt ein Unternehmen für diesen Blabla... Blabla-Car. Ja. Aber ist auch ein Scheißname. Blabla-Car. Blabla... Sag mal, vor allen Dingen, das ist ja fast ein Zungensprecher. Blabla-Bus. 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 Blabla-Blu-Blu. Ja. Toll. Ja, wenn aber Blabla-Bus andererseits uns ein bisschen Geld... jetzt hinterlässt, dann sagen wir gerne noch ein paar Mal Blabla-Bus. Blabla-Bus. Es ändert sich doch die Richtlinie bei YouTube ab 22. Juli.
Kann man das denn noch sagen oder fliegen wir denn gleich aus dem Netz? Man kann es sagen, aber da wir da ja Blablabus uns nichts dafür zahlt. Also Blablabus. Vielleicht müssen wir ja tatsächlich mal nachgucken. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, wenn du jetzt zum Beispiel CDs zugeschickt bekommst, dann glaube ich, müssten wir das eigentlich als Werbung kennzeichnen, weil die dir das ja zugeschickt haben. Ah, dann müssen wir dann zukünftig dann mal, oder wollen wir schon damit anfangen? Aber eigentlich finde ich es ein bisschen albern, weil da müsste ja quasi jede Buchrezension, die im Fernsehen und anderswo zu sehen ist. Ja, also. Weil eigentlich ist es ja keine Werbung in dem Sinne. Nee, wir machen ja eine Rezession. Wir können ja auch sozusagen sagen, dass die CD total scheiße ist. Genau. Was wir ja auch dann machen, ne? Ja. Wie jetzt zum Beispiel. Naja. Wir sagen nicht, dass es super ist. Wir sprechen auch nicht darüber, dass ja am 30. Juni mal wieder die Lindenstraße in die Sommerpause geht. Zum letzten Mal allerdings. Ja. Und dass ich... Du. Also dieser Teaser geht ja am Donnerstag online. Deswegen werde ich am Sonnabend an der Lindenstraße sein. Aha. Also wenn jetzt nichts dazwischen kommt und das nicht nochmal irgendwie abgesagt wird, dann habe ich am Sonnabend um 14 Uhr eine Führung, eine Tour durch die Lindenstraßenkulissen. In Köln. Also ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob wir auch bringst drin du in Köln sind. Mit? Ich weiß noch nicht, ob wir drinnen sind oder nur draußen, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also bringen wir auch einen Kölsch mit, wenn wir schon dabei sind. Also Frühkölsch kenne ich schon, Gaffelkölsch brauche ich nicht und Sionkölsch brauche ich nicht. Also das sind drei Kölsch, die ich schon mal probiert habe. Ja, das kannst du gerne mitbringen. Ich habe jetzt die Übersicht verloren. Da musst du mir vielleicht mal eine Liste schicken. Du kannst dir dann den Teaser nochmal angucken. Ja. Gehe ich in den Supermarkt und dann gucke ich mir den Teaser an und spule dann bis zu der Stelle, wo genau. Du da mal was sagst. Genau, du hast da übrigens eine Mücke. Diese Mücken, ey. Furchtbar. Ja, ja. Dann schaut einfach mal rein am Sonntag. Ja, genau. Und was war das hier? Ein Teaser. Wie ist denn das Bier? Wirkt schon. Titel, Teaser, Temperamente. TT, toller Teaser. Ich muss dazu sagen, sein Bier hat 10 Umdrehungen. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Bier geschafft. Na, wir schon mal gar nicht. Also guck, fass mal, wie schwer der noch ist. Ja, das ist die Flasche. Achso, ja. Wir haben nicht so viel verraten. Deswegen sagen wir goodbye. Sonntag 11.30 Uhr im Stream. Wenn ihr da live dabei sein wollt, dann... Dürft ihr auch dabei sein. Dann dürft ihr dabei sein. Ihr könnt es natürlich danach auch noch gucken, wann ihr wollt. Genau. Unendlich. Liken. Teilen. Kommentieren. Teilen. Gilt übrigens auch für dich. Liken. Ja, mach ich jedes Mal. Nee, diesmal hast du noch nicht geliked. Nee, weil ich es immer Mittwoch mache. Immer Mittwoch. Wieso immer Mittwochs? Weil dann die Hälfte der Woche rum ist. Dann weiß ich genau, wie viel schon gelaufen ist. Mach ich jedes Mal Mittwochs. Immer Mittwochs. Ihr sollt die Sendung bitte sonntags gucken. Und gerne auch Montag nochmal und Dienstag. Ja, und mit tatsächlich gucken übrigens die meisten die Sendung am Sonntag. Echt, ja? Erst also da, das kann man ja sehen. Der macht Sinn. Und Montagvormittag zum Beispiel gibt es auch noch einige, die auch tatsächlich, also zum Beispiel war es bei der letzten Sendung so, dass Montagvormittag die Sendung dreimal komplett gesehen wurde. Sage mal, warum haben wir eigentlich neulich Zuschauerabzug gekriegt? Wir waren irgendwie Ja, das war schon das zweite Mal. Ja. YouTube, was ist denn da los? Wir haben, also da waren plötzlich wieder, also viel weniger als noch... Kurz davor. 50 Personen weniger ungefähr. Ja. Das prangern wir an. Ja. Und wünschen noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüssi, Lee.